Aber ich komme nicht ganz drumherum, zum nächsten Stück auch noch ein paar Sätze zu finden. Also, Tristan und Go. Das ist das, ne? Wir hatten bis Weihnachten Tristan und Isolde auf dem Spielplan. Und in Tristan und Isolde, der Oper von Richard Wagner, 10,5 Stunden unglaubliche Musik, geht es um nichts anderes, als was es auch um Tango geht. Nämlich um Liebe, Sehnsucht, Liebesleid und natürlich unerfüllte Liebessehnsucht. Was lag für mich nahe? Ich dachte mir, warum soll ich mich einfach mal ein klassisches Sujet mit dem Tango verbinden? Und es gibt halt 32 Leitmotive von Wagner, die er in dieser Oper verwendet, mit denen er also immer ganz charakteristisch dann die Stellen dann was musikalisch zeichnet, die dann auf der Bühne zu sehen sind, sodass man eigentlich fast keinen Text braucht, wenn man diese Oper anhören möchte. Und ich habe aus dem Liebes-Sehnsuchtsmotiv, womit das Vorspiel der Tristan und Isolde anfängt, gedacht, mach das doch mal auf dem Bandoneon und bringe das, was aus einem Kopf, also aus Richard Wagners Vorstellung von Klang entstanden ist, in Beziehung zum Tango, nämlich was eine ganze Nation letztendlich dann kreiert hat in Lateinamerika, Uruguay und Argentinien. Und daraus ist halt eben dann die Idee entstanden, Tristan, go, also Tristan, geh los, die Liebe ruft und mündet im Tango.
Ja, ich versuche jetzt einen Klassiker.